Sustainable Finance, what's next? Das ist das Thema der Podiumsdiskussion hier und heute Nachmittag auf dem Deutschen Derivatetag in Frankfurt. Mit dabei ist Sascha Müller. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestags und Obmann von Bündnis 90 Die Grünen im Finanzausschuss. Vorher schon zu uns vor die Kamera gekommen. Ich danke Ihnen herzlich dafür. Warum ist Sustainable Finance aus Ihrer Sicht so wichtig? Ich glaube, wenn wir uns beispielsweise das Weltwirtschaftsforum angucken, kein grüner Kreisverband, kein Naturschutzverband, und die sagen, was sind die größten Risiken für die Weltwirtschaft? Und die nennen drei Dinge ganz zuvorderst. Das ist die Klimakrise, sind Extremwetterereignisse und das ist der Artenschwund, der Verlust der Biodiversität. Und da müssen wir an diese Sachen ran. Da geht es jetzt wirklich langsam ans Eingemachte und da müssen auch der Kapitalmarkt, müssen die Finanzmärkte entsprechend auch ihren Beitrag leisten und müssen die in die richtige Richtung lenken. Da sind ja einige Ziele definiert worden in den vergangenen Jahren, muss man ja sagen, die dann immer wieder nochmal abgeändert worden sind, immer wieder nochmal angepasst worden sind. Da gab es auch immer wieder Streit, Stichwort Gas, Atomkraft, ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Wie bewerten Sie jetzt diese Ziele, das, was man gefunden hat, eben gerade mit Blick auf die EU-Taxonomie? Ja, die EU-Taxonomie ist leider etwas bedauerlich, dass wir nach allem Hoffen und Bangen ein bisschen am Ende der Entscheidung gekommen haben, dann, dass ja Atom und fossiles Gas jetzt als nachhaltig eingestuft ist, was sie aber definitiv nicht sind. Und das bedeutet natürlich auch ein Stück weit eine Entwertung dieses eigentlich gedachten Gütesiegels für Nachhaltigkeit aus unserer Sicht. Und es ist schade, da ist eine Chance vertan worden. Was ist denn aus Ihrer Sicht mit Blick auf Nachhaltigkeit und ESG die aktuell größte Herausforderung, wenn Sie sich die globale gesellschaftliche Gesamtsituation anschauen? Ja, also von der Taxonomie mal abgesehen, wir haben ja auch durchaus Regulatorik bereits. Wir haben jetzt die CSRD, die wir umsetzen müssen, wo durchaus auch ja jetzt verankert werden muss, welche Nachhaltigkeitsstrategien die Unternehmen haben und wie sie vorankommen. Das alles auch in allen Bereichen umzusetzen, auch in die Finanzberichte reinzutun, wie das gedacht ist, das ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung, aber ich glaube, sie lohnt sich. Woran fehlt es denn noch beim Duett, das ja normalerweise gut singen sollte zwischen Sustainable Finance und deutsche Finanzindustrie? Ja, also wenn wir uns zum Beispiel mal den Stresstest der EZB für die deutschen Banken angucken, was Klimarisiken betrifft, würde ich mal sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ist auch in Ordnung, weil da haben wir ja auch noch einen Weg vor uns. Ich nehme mal an, beim nächsten Stresstest schneiden wir da besser ab. Aber ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist ja uns allen mittlerweile bewusst. Das ist längst aus den Hochglanzbroschüren raus. Da geht es nicht nur um schön Wetterreden am Sonntag, sondern da müssen wir jetzt wirklich ans Eingemachte gehen. Und ich glaube auch, dass den nachhaltigen Anlagen auch wirklich die Zukunft gehört. Denn der fossile Sektor wird in Zukunft abnehmen müssen an Bedeutung. Das heißt, Investitionen in den fossilen Sektor, das sind eher künftig eher Risikoanleihen. Von daher würde ich sagen, da haben wir noch einiges zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg. Abschließend, nachhaltige Finanzprodukte sind gefragt, werden auch nachgefragt von den Anlegerinnen und Anlegern. Gleichwohl gibt es immer wieder auch Nachrichten, die das Vertrauen in diese Produkte zerstören. Wie sehr ist dieses Vertrauensverhältnis auf der einen Seite zerstört worden schon, weil es Probleme gab? Und was kann getan werden, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen? Ich glaube, natürlich gibt es immer wieder mal, wir lesen Pressemeldungen, wo etwas schiefgelaufen ist, muss ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist klare Kriterien, was nachhaltig ist. Da ist die Taxonomie leider eine vertane Chance, aber wir diskutieren ja auch über andere Instrumente, beispielsweise über eine Nachhaltigkeitsampel auch für Finanzprodukte auf EU-Ebene. Diesen Weg kann man weitergehen. Und natürlich brauchen wir dann am Ende auch gut ausgebildete Beraterinnen und Berater, die dann auch entsprechend wissen, was dahinter steckt und den Kunden natürlich die besten Produkte da auch empfehlen. Sustainable Finance aus Sicht der Bündnisgrünen hier auf dem Deutschen Derivatetag. Das war Sascha Müller im Interview. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.